Hallo meine Damen und Herren und willkommen zu meinem Minecraft Let's Play. Da ich aber leider mein Passwort vergessen habe, träumen wir einfach ein bisschen in Total War Warhammer herum. Was heißt, ich werde euch eine Geschichte erzählen. Also macht euch eine heiße Schokolade, kuschelt euch in eure Decken ein und macht euch bereit für wunderschöne Ausblicke. Eines Tages existierte der kleine Paul. Er war Händler von Beruf und war ein kleiner mittelständischer Unternehmer mit einer vierköpfigen Familie. Da aber leider ein fetter, hässlich stinkender Goblin ist, wollte niemand mit ihm handeln und so musste er sich einen neuen Job suchen. Das war kein Scherz. Er war wirklich ein fetter, hässlich stinkender Goblin und obendrein jetzt arm, weshalb er sich der Armee angeschlossen hat. Sein Job bestand laut Stellenausschreibung darin, die örtliche Fauna und Flora im Luftweg zu untersuchen und eventuelle Problematiken zu erfassen. Das hat er sich aber nicht vorgestellt. Begleitet Paul auf seinem Weg durch, diverse Orkfratzen und bekommt die Geschichte mit, wie die kunterbunten Blümchen-Orks das Land wie im Sturm erobern. Alles fing an mit Grimgor. Grimgor ist ein liebenswerter kleiner Racker mit einem Tick zur quantitativ hochwertigen Aggressionsstörung und zur verkloppten örtliche Freunde, Familie, aber auch seine eigene Volkschaft. Meistens das Letztere. Eines Tages plant Grimgor die ganze Welt einzunehmen und so geht die Gefolgschaft in diverse Schlachten, in welchen unser armer, gleich 200 Meter in die Luft schwebender Held sich befinden wird. Nachdem ich all die Berechnungen angestellt habe, die es zu tun gibt, bin ich halt zu einem Entschluss gekommen. Goblin-Schleuder plus Gegner gleich Boom. Nun das Aftermath. Natürlich haben sich nicht nur Goblins und Orks gegenseitig lieb, auch Nachbarn der Grünhautstämme dürfen die Axtschleiffertigkeiten der großzähnigen Monster begutachten und so kloppen sie sich durch die neue Welt wie im Sturm hindurch. Das war nicht so schwer. Aber nun gibt es keine anderen Leute mehr zum Kloppen. Alles in gestorbenem Ende. Nun hat sich Paul den weiten Weg durch die Welt gekämpft und endlich eine passende Altersvorsorge, aka nicht aufs Maul bekommen, aufgebaut. Und wenn sie nicht gestorben sind, was in einer Meta-Ebene eigentlich gar nicht möglich ist, weil Paul schon längst tot ist, so leben sie noch heute.